Hallo meine Freunde, auch wieder mit Let's Play Shovel Knight. Beim letzten Mal haben wir den, ich weiß nicht mal wie er hieß, Knight gemacht. Und jetzt wollen wir zu Propeller Knight auf sein Luftschild. Das geht tief. Okay. Fliegende Quallen. Ist in Ordnung. Natürlich. Was denn auch sonst? Fallende Plattform. Ah, die Musik ist cool. Hoppala. Moment, wenn ich jetzt hier so... Komm ich denn höher? Nö. Hä? Moment. Hä? Muss ich mich... Ich komme nicht höher. Ich muss doch irgendwie höher kommen. Nur so. Das ist Bullshit. Aber okay. Achso. Ich kann nicht sterben da, ne? Ich kann doch sterben. Wow. Das sind viele Checkpoints. Okay. Die Truhe ist also richtig bullshittig gesetzt. Wow. Es gibt so ein paar Sachen, die sich... Wo ich mir denke, warum haben sie das übernommen? Wie zum Beispiel so richtig Arschloch-Sprungstellen, wie hier jetzt. Ich hasse solche Sprungstellen, wo man in den alten Bildschirm zurückfällt und dann wieder alles machen darf. Da sterbe ich lieber, ganz ehrlich. Eieiei. Na komm. Mhm. Oh Gott, nicht solcher. Okay, nichts. Sowas ist auch immer. Ach so, ja. What the fuck? Magic against Magic, mein Freund. Das macht jetzt keinen Sinn, warum ich vor den Dingern bin, hinter den Dingern und der Zauber vor ihnen war. Oder ich hätte mich dahinter verstecken können. Das kann natürlich auch gut sein. Okay. Windgebimse. Warum habe ich das Gefühl, ich möchte da ganz oben hoch? Schade, doch nichts drin. Also in den nächsten Bildschirm. Das ist das Checkpoint. Okay. Gut. Kanonenkugeln. Because why not Mario? Mupp. Jups. Achso, ich verstehe schon. Natürlich. Was denn auch sonst? Oh Gott. Komm hier runter. Komm her. What? Hopp. Ah, natürlich. Ach, die wieder. Die hatten wir noch in den ersten Leveln. Geht's hier weiter runter? Bin ich? Ich sehe mich nicht, danke. Ah, ich sehe schon. Das ist eine Plattform. Das ist eine Plattform. Yay! Bums. Okay.
Zwischenboss? Was war das denn jetzt gerade? Achso, wenn sie aufstammen, darf ich nicht. Danke. Okay. Gott. Oh, nice. Das hab ich jetzt nicht gewusst, das war Zufall. Nice. Okay, weiter geht's. What? Danke für die Hilfe. Moment. Okay, da komme ich nicht ran. Schade. Ach, da kämen wir wahrscheinlich mit dieser anderen Rüstung ran, mit der man schwerer ist. Wahrscheinlich. Gut. Timing-Sachen wieder mal. Sehr gut. Wenn man es nicht schafft, fällt man einfach runter. Sehr gut. Moment. So. Das mal kurz ein wenig vereinfacht. Auf dem Mist habe ich keinen Bock. Ja, komm. Gut. Dann noch ein Checkpoint, sehr schön. Könnte ein bisschen Lebensenergie vertragen. Kann man hier angeln? Du. Wie auch immer das möglich ist, dass ich jetzt einen Fisch gefangen habe. Eieiei. Okay. Du! Ist der mir gerade in den Abgrund gefolgt? Okay, wir haben aber die Hälfte. Ich bin gerade fast wieder in den Abgrund gesprungen. Geh weg. Okay. Komm her. Na, den lasse ich einfach sein. Hey, ein Autoscroller mit Gegenwind. Hey Leute, ich habe voll die gute Idee. Wir machen nicht nur einen Autoscroller, der nach oben geht, sondern einen, der nach rechts geht und mit Gegenwind von rechts. Geile Idee, Junge. Finde ich gut. Vor allem mit sowas hier. Oh, dafür ist die Steuerung doch nicht so präzise. Sie ist schon verdammt präzise, ziemlich gut. Auf jeden Fall präziser als manche Mega Man-Steuerungen. Aber what the fuck, manche Stellen sind echt arschig. Komm her. Komm hoch. What the fuck? Grrr. Ich kriege jetzt Kotzen. Komm her. Komm her. Warum Autoscroller? Ich frage mich immer noch, wer das irgendwann mal für eine gute Idee gehalten hat. Mal die alle weg. Oh Gott, ich habe... Dankeschön. Wow.
Okay. Achso, die sind zeitlich begrenzt. Oh Gott. Was zum Teufel? Miau. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich kann sie nicht treffen. Fuck it. Du bist halt am Leben, blöde Maus. Okay. Ist auch wieder an aus. Verpiss dich. Komm hoch. Nehme ich die mit? Ja, komm. Das sind 150. Gut. Ich würde... ich wollte ihn nicht anhauen. What? Gott, ey. Du holst hier zurück. Nö. Warum? Ich finde es auch schön, dass man einfach schwebt jetzt. Okay, ich habe es verstanden. Man sollte hier stehen bleiben. Kann man da runter? Dann schnell hier durch. What the fuck? What? Okay. Warten. What the fuck? Was haben die Entwickler geraucht? Ernsthaft? Warum hätte dann noch nie ein Checkpoint sein können? Ich tippe zwar, der Checkpoint ist dann danach, aber meine Fresse, what the fuck, ey. What the fuck? Okay. Wow. Oh je. Okay. Dankeschön. Checkpoint. Danke. Ein Apfel. Okay, ich habe voll Energie. Hey, ich habe keine Dings mehr. Moment, er könnte fliegen. Das heißt, der Anker könnte mir helfen. Hey, da kann man in den Abgrund fallen. Der sieht toll aus. Ach, mein kleiner blauer Freund. Die Sonne ist so schön, wenn sie untergeht, oder? Komm runter und kämpfe, du gyroskopischer Kasper. Oh, wie grob. War meine Crew denn nicht gastfreundlich? War mein Schiff denn nicht glorreich? Ich bin nicht zu meiner Unterhaltung hier. Ich muss zum Turm des Schicksals. Immer nur Augen für das Geschäft. Zu schade. Nun, wohlan. En garde. Und ich hab... Was mir gerade einfällt. Der Fuck. Okay. Macht er noch was anderes? Ah, er kann fliegen. Er macht auch den Boden kaputt. Noch ein Insta-Death-Boss. Geil! Ich hab den letzten ja schon so gemocht. Ich hasse sowas. Darf ich hier nochmal anmerken, dass ich Insta-Death-Bosse extrem dämlich finde? Oder Leute, oder die das dann produzieren, dass man sich nicht so ganz darauf einstellen kann. What?
vor allem, wenn dann sowas ist. Ich bin durch den Rückstoß der Schaufel in den Abgrund gefallen. Sehr gut. Ich hatte ihn fast. Ich glaube wirklich, dass die Waffe wirklich sehr schön für ihn ist. Ich nehme mein Money wieder. Wo bin ich? Hat er gerade eine Rose verloren? What the fuck? Aber wow, wie viele Punkte habe ich denn bitte? Sehe ich jetzt erst. Also Gold. Ich nenne es immer Punkte, weil von alte Spiele. Ja. Furchtbar. Yay. Es gibt eine neue Truhe. Und wir müssen wieder Shield Knight fangen. No, Shield Knight. Du. Rette sie. Oh, kann ich eigentlich sterben? What the fuck? What are you doing? Ernsthaft, what the fuck is going on here? Shield Knight. Ich frage mich eigentlich, was passiert, wenn man sie nicht fängt. Wir kriegen ein weiteres Meal-Ticket. Nice. Okay. Ich habe da die Fähigkeit nicht gefunden. What? Zwei Level. Wily Castle Style. Okay, Wily Castle hat normalerweise vier Level, glaube ich. So, was sagen? Gehen wir kurz mal hier hin. Da. Ich habe auch keine Seite gefunden. Stimmt. Kann ich jetzt... Ich wollte dich nicht ansprechen. Danke. Und du kochst mir ein... Steak. Awesome. Wir kaufen uns noch ein Upgrade, weil ich schätze mal... 100... Ist wahrscheinlich das höchste, ne? Okay, damit haben wir auch die maximale Anzahl an Magie. Gab es noch irgendwas, was ich hier machen könnte? Jungs nicht, den Tanz hatten wir auch schon. Du da. Okay. Ja, come on. So, haben wir die Fähigkeit doch noch. Sehr schön. Dann machen wir jetzt noch das Dingeslevel. Finde ich übrigens ganz gut, dass man die Fähigkeiten entweder im Level finden kann, die dann günstiger sind, oder sie einfach nachkaufen kann. Finde ich ganz nett. Dann können wir das Level hier machen kurz noch. Bevor ich dann zum Finale gehe. Wie funktioniert das denn? Ah, natürlich. Okay, es geht nur eine bestimmte Zeit. Okay. Okay. Ne, halt, jetzt brauche ich auch gar nicht. Yay. Yay. Ah, man kann es aneinander ketten, sehr gut. Okay. Ich würde eigentlich ausprobieren, ob die... Ist echt? Ja, man kann es kaputt machen. Okay. Wow. Das Kombo, was man da starten muss. Aber wisst ihr was? Nö. Finde ich irgendwie doof. Fähigkeit ist so doof. Turmeingang. Das heißt, wir haben jetzt noch den Turm vor uns. Sehr schön. Ich schätze mal, nach dem Turmeingang
dass da am Ende einfach mal die Great Eight warten werden. Also alle Boss, die wir bisher gemacht haben. Sehr schön. Also ich würde mal sagen, ich bin Zaurok. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Shovel Knight. Bis dahin. Ciao, Leute.